einen sehr wechselvollen Verlauf erlebt im ersten Satz. Nach nur 8 Minuten führte Irina Spirla mit 3:0, gewann 8 Punkte in Folge. Und erst dann steigerte sich Arantxa Sánchez Vicario, die ja vor 10 Jahren als 17-Jährige zum ersten Mal hier in Roland Garros erfolgreich war. Insgesamt siegte sie 3-mal. Und nun führt Arantxa Sánchez Vicario, die 27-jährige Spanierin, mit 5:4. Und das eine Spezialität im Spiel von Irina Spirla. Diese Vorhandbälle in Hüfthöhe genommen. In der Spielanlage ähnelt ja die Rumänien ein bisschen Steffi Graf, die sie früher, als sie anfing, Tennis zu spielen, bewundert hat. Lebt von ihrer sehr harten Vorhand, die Rückhand meist unterschnitten gespielt. Aber in dem Maße, wie Arantxa Sánchez Vicario sich gesteigert hat, hat Irina Spirla nachgelassen, viele vermeidbare Fehler. Neunmal standen sich die beiden Damen bisher in ihrer Profilaufbahn gegenüber. Und die Bilanz 5:4 für die Rumänen. Aus. Gute Aktion von Arantxa Sánchez Vicario, 2 Satzbälle und innerhalb dieses Ballwechsels gut zu erkennen, dass die Beweglichkeit nicht die Stärke ist von Irina Spirla, die 1997 ihren größten Erfolg errang. Da stand sie im Halbfinale der US Open, hatte Matchball gegen Venus Williams und verlor dann. Viele Fehler, vor allen Dingen mit ihrem stärksten Schlag der Vorhand. Und nach 35 Minuten gewinnt Arantxa Sánchez Vicario, die Titelverteidigerin, den ersten Satz mit 6:4 und wird damit ihrer Favoritenstellung in diesem ersten Satz gerecht. Wir werden dieses Spiel weiter beobachten, gehen aber jetzt zurück. 1:4 gegen die aufschlagende Irina Spirla aus Bukarest im zweiten Satz. Arantxa Sánchez Vicario, die Titelverteidigerin, ist immer sicherer und beständiger geworden, so wie man sie kennt. Das heißt, man muss die Punkte gegen sie erkämpfen, wie Irina Spirla das einige Male mit ihrer sehr glatt geschlagenen Vorhand gelingt, wie in dieser Situation. Die 25-jährige Spirla, 20. in der Weltrangliste, verlor zum Auftakt des zweiten Satzes zum 4. Mal ihren Aufschlag, nun aber 30:0 für die Rumänin, die im letzten Aufeinandertreffen der beiden vor einigen Wochen im Finale von Kairo eine deutliche 1:6 und 0:6 Niederlage bezog.
Wenig erste Aufschläge im Spiel von Irina Spyrlja. Arantxa Sánchez Vicario, wie man sie seit über einem Jahrzehnt kennt. Immer in Bewegung, gibt keinen Ball verloren, kämpft und macht in unbedrängten Situationen kaum Fehler. Und immer wieder erkennbar die läuferischen Defizite bei der Rumänin. Der ist gut. Ganz kluge Aktion von Arantxa Sánchez Vicario. Und eine sich ständig erhöhende Fehlerquote bei Irina Spyrlja, die ja manchmal dazu neigt, frühzeitig eine Begegnung innerlich abzuschreiben, sich nicht mehr in eine Partie hineinzubeißen. 6:4, 5:1 für Arantxa Sánchez Vicario, die ja 3,5 Monate nicht spielen konnte aufgrund einer Handgelenksverletzung am linken Arm. Aber zuletzt steigende Form bewies, auch in Berlin, wo sie erst im Halbfinale scheiterte, an der späteren Siegerin Martina Hingis. Tja, war er nun gut oder war er nicht gut, der Aufschlag? Das wird jetzt überprüft von Fiona Edwards, der Stuhlschiedsrichterin aus Gibraltar. Ball war aus, zweiter Aufschlag. Auch der Ball ist im Aus, hopp oder top, kaum noch Gegenwehr bei der Rumänin. Thank you.
Der Ball im Aus, zwei Matchbälle für die Weltranglisten siebte Arantxa Sánchez Vicario. Die Verhalten begann, wie gesagt, nach 8 Minuten schon mit 0:3 zurücklag, aber dann immer besser ihren gewohnten Rhythmus fand. Und zum Schluss zu einem absolut ungefährdeten Erfolg kommt. Mit 6:4 und 6:1 nach einer Spielzeit von 1 Stunde und 6 Minuten. Klare Sache für die Titelverteidigerin, die ja dreimal hier in Paris erfolgreich war. Dazu dreimal im Finale stand, je zweimal im Endspiel der Australian Open und in Wimbledon und auch einmal in Flushing Meadow bei den US Open erfolgreich war, seinerzeit gegen Steffi Graf 1994. Und die Spanierin ist nicht zuletzt aufgrund ihres unermüdlichen Kampfgeistes nicht zu unterschätzen. Hier als Titelverteidigerin wird in der nächsten Runde treffen auf die Siegerin der Begegnung zwischen Mary Jo Fernandez aus den USA und Serena Williams und nimmt jetzt die Glückwünsche entgegen von Hund Roland Garros und von ihrer Mutter, von Marisa, die ja ihre Tochter auf den Turnieren meist begleitet. So, also Arantxa Sánchez Vicario relativ ungefährdet in der nächsten Runde. Wir gehen auf den Cours Suzanne Lenglen zu Klaus Lufen.